Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Flockers. Heute gibt es die Level 38, 39, 40 und 41. Auf geht's. Auf niedrigstem Niveau machen wir hier weiter. Also, ne? So heißt das Level, dafür kann ich nichts. Alle hier schön rüber. Hier unten sollen sie gestoppt werden. Ich kann hier auch schon mal einen hinsetzen. Ganz schnell die Schäfchen zum Springen umfunktionieren, die jetzt hier runterfallen. Dann haben wir das sicher. Dann lassen wir den hier los. Setzen hier schon mal den nächsten hin. Aufpassen. So, das wird gleich hinterherlaufen. Und den stoppen wir hier. Dann setze ich den ein, so weit wie möglich am Rand, ist ganz wichtig. Und was hier passiert, das frage ich mich jetzt gerade. Also ich habe wahrscheinlich einen vergessen, so mit Springer auszustatten, nehme ich mal an. Der hier runtergehüpft ist, also das kann sein. Aber sonst eigentlich dürfte ja keiner durchgekommen sein. Na gut. Jetzt schnell loslassen. Lauf schneller, schneller, schneller. Ganz knapp. So. Springen sie alle rüber. Einer bleibt hinten in der Ecke stehen, so wie das sein soll. Die anderen kommen jetzt wieder zurück. Und so wie alle durch sind, müssen wir hier hinten zumachen. Ganz wichtig. So, dann sind sie da eingesperrt. Den lassen wir jetzt hier runterfallen. Ganz wichtig. Und lassen ihn explodieren. Jetzt fallen die hier runter. Deswegen ganz wichtig, dass der ganz außen steht. Jetzt kann er nämlich in die Richtung gehen. Das goldene Fließ holen und hier durchkommen. Und alle anderen werden eingesogen. Ein, zwei Verluste hatten wir leider. Die gibt es aber immer. Wie wir ja wissen. Geht das schon. Sehr gut. Level 39. Machen wir gleich weiter. So, da musste ich einen Hühner setzen. Hier und irgendwie hier. Habe ich mir irgendwie gemerkt jetzt mal. Klappt damit, dass sie automatisch so rüberkommen. So, jetzt können wir, genau, jetzt wird der nämlich ausgefahren in der Zeit. Jetzt jagen wir den in der Zeit nach oben, denn damit schaffen wir das goldene Vlies zu holen. Und es ist wichtig, dass hier drauf landet, denn jetzt, wie man sieht, geht es langsam nach unten. Ich spule jetzt ein bisschen vor, damit er ein bisschen schneller nach unten geht. Wahrscheinlich gäbe es auch eine andere Variante, nehme ich an. Aber um alle Schäfchen durchzukriegen, ist das die sicherste. Man könnte ja wahrscheinlich auch die beiden hier los, also einen davon loslassen. Aber das andere würde hinterher springen. Ich habe hier nur einen Superschaf. Es geht ja nur eins durch. Also nehmen wir mal die etwas längere Methode, aber die hoffentlich sicherere Variante. Dum, 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 dum.
So, jetzt müsste es eigentlich schon gehen. Hervorragend. So. Jetzt drücken wir das nächste Knöpfchen. Jetzt ist hier der Weg frei. Hier stoppe ich sie mal kurz. Muss aber alle mit super Schaden ausstatten. Also muss ich mal kurz überlegen, wie war es denn jetzt nochmal? Ich weiß nämlich nicht mehr, welche Taste wofür gut ist. Dafür müssen erst die drücken. Oh, das habe ich in die falsche Richtung geschickt. Ah nee, jetzt weiß ich es wieder. Hm, jetzt haben wir umsonst eins geopfert. Das Arme. Na gut. Genau das sollte eigentlich nicht passieren. Hm. Na gut, neuer Versuch. Und normalerweise, wenn ich hier einen hochsetze, sollten die hier nicht hochkommen. Aber anscheinend hatten sie heute einfach mal Lust zu. So, erneut gibt es eine Flugstunde. Noch mal das Ganze im Schnellverlauf. Mit die grüne Taste darf ich nicht zuerst drücken. Sonst wird nämlich der grüne hochgesteuert und die Lirne ist fürs Lirne da. Aber hier ist ja auch noch der Balken, der auch noch weg muss. Dafür haben wir die beiden ja oben noch stehen. Mit denen springen wir den gleich weg, aber erstmal muss das Schäfchen hier runter und die Sprengladung einsammeln. Wir können ihn so fallen lassen. Der Krieg hier ist super scharf. Und der braucht ja auch den Springer hier. Wir stoppen ihn so trotzdem. So, weiter geht's. So wie er die Sprengladung angesammelt hat. Ob der jetzt hier oben stehen bleibt. Sehr gut. So. Wir starten den ersten mit einem super scharf aus. Und schicken den mal los. Dass er das hier wegsprengt. Und dann schicken wir den zweiten hinterher, der den lilanen Knopf drückt. Sehr gut. Das erste Schäfchen wird dabei drauf gehen. Denn erst muss das Ding durch. Und dann habe ich vergessen, die anderen per Superscharf auszustatten. Aber eins hat es immerhin geschafft. Und wir haben das goldene Vlies. Und das Fenster schließt sich hier auch langsam wieder. Um alle anderen wegzuholen. Aber das Lamm in der Klamm haben wir geschafft. Ey, Rang 99. Hervorragend. Man hätte drei viel mehr mitnehmen können, wenn man sie aufpasst und dran denkt, sie gleich mit dem Superscharf auszustatten. So, kommen wir zum Boss-Level. Nummer 40. Wollte schon die krosse Krabbe sagen, aber naja, wisst ihr, was ich meine. So. Er fährt hier eine Krabbe, ne? Und was mit Krabbe heißt das Level auch. So, wir stoppen auch mal die andere Seite. Schuhe müssen vor, bis alle Schäfchen draußen sind.
Und jetzt kann ich ihn auch gleich ihn hier loslassen. Sehr gut. Und auch ein bisschen vorspulen. Hüpf, 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 hüpf. Sehr gut. Sie kommen jetzt hier oben raus. Einer nach dem anderen. Die sind sicher, da muss ich mir keine Sorgen machen. Da kann ich den jetzt gleich loslassen. Ist ja gerade weggefahren. Die kommen hier raus. Oh, verdammt. Da müssen wir nochmal neu starten. Ich muss sie nämlich gleichzeitig mit super scharf und Springer ausstatten, weil sonst fallen hier alle runter und gehen hier drauf und dann ist alles umsonst gewesen. Deswegen ich lieber gleich nochmal von vorne starte. Ehe da das erste dabei drauf geht. So. Hier an der Ecke ganz wichtig. Da muss dann schnell gehen. So, wir können nämlich jetzt aber jetzt schon mal Dinger setzen. Wir haben sie ja schon eingesammelt. Ein bisschen versetzt, dass sie auch nicht darüber fliegen können. Und hier müssen wir sie einmal hier stoppen. Sehr schön, das haben wir alles. Jetzt sind die nämlich nach oben gefahren mit dem Knopf. Weil ohne diesen Knopf geht das Spiel auch nicht weiter. Deswegen sind sie hier gefangen. Springen immer hin und her und fliegen hin und her. Das ist alles gut. Die sind jetzt hier oben. Jetzt muss ich die loslassen. Gleich nochmal war hier. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Aber wichtig, dass sie alle als Springer ausgestattet werden. Die beiden natürlich auch. Und weil sie jetzt in die Richtung springen, müssen wir sie hier nochmal aufhalten, dass sie hier nicht runterstürzen. So, die können wir schon mal loslassen. Die beiden auch. Die müssen nämlich jetzt hier unten durchfallen. Ich hoffe, es war nicht zu weit vorne gesetzt jetzt. Oh. Oh nein, es war schon vielleicht zu spät. Um alle mitzukriegen. Ja, das war ein bisschen spät. Doch, das goldene Fließ gereicht perfekt. So, hier war es vielleicht, ich weiß nicht, auch zu spät. Hier ist auch wieder Timing alles. Um das besser hinzukriegen. Aber das goldene Fließ haben wir mitgenommen, wenn die oben festgehalten werden, runterspringen, nehmen sie das goldene Fließ mit. Der Rest ist hier natürlich eine Timing-Sache.
Und da kommen wir auch zu Level 41. Gleich eine andere Gegend, nämlich jetzt sind wir in der Wüste unterwegs. Hier ist ganz wichtig, eins mit Superscharf auszurüsten und die anderen hier unten aufzuhalten. Denn A, überlebst das so und die anderen können dann sanft aufschlagen. Dann werden natürlich alle zu Springer gemacht, wenn sie unten ankommen. No, Errungenschaft kriegt es auch Verwendung. So. Schnell stoppen, ihr sollt da zerquetscht werden. So. Alle 40 Schäfchen durch. Einen muss ich durchkriegen, das ist nämlich der Superschock. Das schafft es auch gerade so. Erstmal, dass alle anderen bleiben erstmal zurück. Sprengt hier auch nichts, das bleibt hier auch erstmal am Start. Er springt hier ja locker rüber. Wird dann hierhin teleportiert. Und hier müssen wir es dann aufhalten. Damit es nämlich hier nicht die Mine auslöst und alles in die Luft jagt. So, jetzt müssen wir warten, bis er hier einen Bumm gemacht hat und dann müssen wir alle durchlassen. Da das könnte hinten raus. Oh, Wort. Und hier kommt die erste kleine Bombe, die uns nochmal 37 mal das Superschaff gibt. Was sehr wichtig ist, wenn denn hier alle unten rauskommen. Damit sie auch diesen hohen Sturz überleben. Was bekommen, sehr gut. Und jetzt springen sie ja hoch und erwischen nicht die Mine, so soll das sein. Okay, anscheinend habe ich irgendwie nicht ganz erwischt. Oh ne, Mist. So. Leider geht eins doch durch. Ich habe ja ganz vergessen, dass da noch was kommt. So, das goldene Fließ zu kriegen, muss oben auch noch einer hingesetzt werden. Und ganz wichtig ist hier, sie wieder zu stoppen. So, jetzt einen nach dem anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob der letzte auch eventuell die Mine auslöst oder nicht. Deswegen warte ich, bis alle durch sind. Denn einer überlebt auf jeden Fall. Weil dann passiert nämlich Folgendes. Okay, diesmal hat es nicht geklappt. Ist auch schon mal geklappt, dass er wenigstens hier rüber hingeflogen ist, aber... Jetzt warten wir, bis alle hier sind. Und ja, jetzt warte ich, bis, genau, bis alle da sind, bis das Rad noch einmal rum ist. Und jetzt können wir sie loslassen. Wird vielleicht den einen oder anderen trotzdem erwischen. Aber solange es die breite Masse schafft, sieht alles gut aus. So, ganz normal einen Schnelldurchlauf. Einen hat es erwischt. Hinten hat es keinen mehr erwischt. Hervorragend. Goldene Fließ haben wir auch mitgenommen. Ganz gut. Ganz knapp 3 Sterne verpasst. Na gut.
Das war dann schon Level 41. Jetzt gibt es noch das kleine Video, was es nach Level 40 krabbeliger Kontrahent gab. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das war's auch schon. Wie gesagt, ist nichts Großes. Und dann geht's weiter. Wir haben noch ein 19 Level, glaube ich, vor uns, wenn ich richtig gezählt habe. Heißt, in der nächsten Folge gibt's die nächsten 4. Und dann gibt's die nächsten 4. Und gibt's die nächsten 4. Und dann gibt's die nächsten 4. Und dann gibt's die nächsten 4, überraschenderweise. Zwischendurch nochmal ein, zwei Bonuslevel reingeschoben. Und natürlich das Endvideo nicht zu vergessen nachher noch. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao.